Shalom und herzlich willkommen zu Keter Healing. Heute sind wir beim 46. Engel der Kabbalah, genannt Auriel. Auriel gehört zum Engelschor der Malachim. Die Bedeutung ist der enthüllende Gott. Als Erzengel haben wir Michael, in der Gematrie haben wir die Zahl 280. Physis, 8. November bis 12. November. Sternzeichen Skorpion, Zeit 15 bis 15.19 Uhr. Thematik ist absolute Gewissheit. Himmelsrichtung ist der Westen, Dekan die Sonne. Die Engel wirkt für Hellsicht, für luzide Träume und für die Umsicht. Dieser Genus hilft bei der Entdeckung verborgener Schätze und bei der Enthüllung von Naturgeheimnissen. Er zeigt dem Träumenden, wo er verborgene Gegenstände findet. Zu den Geburtstagen am 11.11.2021 haben wir zum einen den 47. Geburtstag von Leonardo DiCaprio. Er ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der mit Titanic seinen Leinwanddurchbruch feierte und seither mit Filmen wie Aviator, Inception, The Wolf of Wall Street und seiner Oscar-prämierten Rolle in The Revenant zu den populärsten Hollywood-Stars zählt. Des Weiteren haben wir den 141. Geburtstag von Alexander Karl Friedrich Franz Behm. Er war ein deutscher Physiker und neben über hunderten weiteren Patenten unter anderem Erfinder des Sonometers und des Echolots, mit dem von Schiffen aus mittels Schallwellen die Meerestiefe bestimmt werden kann und dass er nach dem Untergang der Titanic als Eisbergortungssystem einsetzen wollte. Dann haben wir noch den 57. Geburtstag von Calista K. Flockhart. Sie ist eine US-amerikanische Schauspielerin, die durch ihre Hauptrolle als Ellie McBeal in der gleichnamigen erfolgreichen Fernsehserie bekannt wurde. Und dann haben wir auch noch den 66. Geburtstag von Jigme Singwe Wangchuck. Er ist ein bhutanischer Adeliger und der abgedankte 4. König Bhutans, der nach dem Tod seines Vaters mit 16 Jahren als damals jüngster Monarch der Welt den Thron bestieg, die Modernisierung des Landes vorantrieb und das Proto-Nationalglück als oberstes Staatsziel formulierte. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Aktivierung von dem 46. Engel der Kabbalah, genannt Auriel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.